Ja, hallo, guten Tag. Heute berichtet Stupferich.org vom Platz des Kriegerdenkmals. Es ist weit und breit kein Kriegerdenkmal, trotzdem heißt der Platz immer noch am Kriegerdenkmal, weil früher hier das Kriegerdenkmal stand, das jetzt auf dem Friedhof ist. Hier ist dafür jetzt der schöne Brunnen und im Hintergrund haben wir das Fachwerkhaus, das bekannte, in dem das Heimatmuseum, das Stupfericher Heimatmuseum, sein Zuhause hat. Hier sind die Räume angemietet, hier ist das Heimatmuseum eingerichtet. Neben mir sitzt der Heinz Hege, der Vorsitzende des Stupfericher Heimatvereins. Heute ist das Museumsfest, es sind sehr viele Leute hier, das Wetter macht Gott sei Dank auch mit. Es gab jetzt gerade Mittagessen, es gab Musik, es gab soeben einen Tanz der Kindertanzgruppe Tandaradei. Und jetzt die erste Frage an den Heinz Hege. Wann wurde der Heimatverein hier in Stupferich gegründet? Ja, der Heimatverein ist jetzt quasi 10 Jahre. Wir hatten ja vorher gesagt Jubiläum. 1999 wurde der Verein gegründet. Damals ja mit der Intention, einfach mal die historische Kultur von Stupferich ein bisschen zu fördern, was halt früher war. Und dann war halt die große Frage, ja, was machen wir eigentlich so? Und im Zuge dessen haben wir eigentlich den Verein etwas strukturiert und Fachbereiche gegründet. Okay, und was sind das für Fachbereiche, die ihr habt? Eigentlich der wichtigste Fachbereich wäre eigentlich unser Museum. Das ist ein wunderschöner Platz in dem Brunnen und das Fachwerkhaus. Dort ist quasi ein Museum drin. Wir haben 2 Stockwerke. Wie oft habt ihr da geöffnet? Wann kann man das Museum besichtigen? Wir haben 2-mal im Monat offen, einmal sonntags, den 2. und den 4. Sonntag. Okay. Und haben da quasi eine Dauerausstellung und eine Wechselausstellung. Das wird alles ehrenamtlich betrieben von den Vereinsmitgliedern? Ja, genau. Da haben wir eigentlich diese Fachbereiche, 4 Fachbereiche Museum, habe ich gesagt, da gibt es Fachbereichsleiter oder Leiterinnen, die jeweils einmal die Dynamik in die Gruppe reinbringen. Okay. Ja. Da haben wir also quasi den 2. Fachbereich, das wäre der Tanz, der historische Tanz. Ja. Da haben wir eine Erwachsenengruppe und die Kindertanzgruppe, die Eber. Die, was wir eben gesehen haben, die Kinder von Tandaradei. Wie viele Kinder sind das ungefähr? Wenn jetzt alle da sind, es wechseln eigentlich stark, die werden älter. Jetzt sind 16 Kinder. 16 Kinder, aber ich habe gehört, es sind alles Mädchen und wir sind noch dringend den Jungen. Ja, es waren auch Jungs dabei, aber es ist eine starke Mädchenmannschaft. Und Jungs kicken und Mädels tanzen, sagen wir ganz so grob. Und die Erwachsenen, wie viel sind das? Die Erwachsenen, da gab es eigentlich jetzt, momentan sind wir 5 Paare, beziehungsweise circa 10 Personen. Die werden wir nachher um 16 Uhr nochmal sehen, mit der Zeitepoche des Empire. Also wir, ist ja so, wir tanzen, wenn man sagt Volkstanzgruppe, ist nicht ganz richtig. Wir sind eine Tanzgruppe, die quasi letztlich alle Zeitepochen projektbezogen anguckt. Ja. Und dass man dann quasi aus dieser Epoche holen kann oder umsetzen kann, das wird getanzt. Ob Renaissance oder quasi jetzt Empire 1820, wie man nachher sehen wird, oder auch sogenanntes Mittelalter, was man unter Mittelalter verstehen mag. Mittelalter sind 1000 Jahre, gibt es ganz viele Tanzbereiche. Ich sehe schon, dein Herz hängt am Tanz. Ja, wir wollen weitermachen. Du sagtest zuerst das Wichtigste, das Museum. Ja. Das Zweite, diesen Tanzbereich. Ja. Und wie geht es weiter? Was bietet ihr noch für Bereiche an? Der dritte Bereich ist dann, nennt sich einfach Restauration. Ja. Unser Mario Kirmeier ist hier dieser begnadete Künstler, der dann das ein bisschen guckt, dass da was geht. So, gell? Also einfach die historischen Objekte überarbeiten oder macht da ganz neue Sachen. Man sieht hinten ein Kunstwerk von ihm, einen Stein. Gehauenes Kunstwerk von Stupferich. Ja. Und ja, also wir sind froh, dass wir den Mario haben. So, das uns hier. Das waren 3 Bereiche. Und der vierte Bereich ist eigentlich fachbezogen, also fachbereichsüberzogen, ist die Aktionsgruppe, die historische Aktionsgruppe Studenvers Tandaradei. Okay. Dazu gehört aber auch der Tanz, aber Tanz ist nicht alles. Studenvers Tandaradei ist eine Projektgruppe, die quasi außer Tanz auch Szenen des Alltags früherer Epoche darstellt, wie Art Theater oder Handwerke darstellt. Okay. Also es sind also mehrere Schienen. Studenvers Tandaradei ist quasi Tanz nur ein kleines Bein. Und in Summe, wie viele Mitglieder hat jetzt ungefähr der Heimatverein, die hier aktiv so mitmachen? Ja, wir haben ca. 100 Mitglieder. 100 Mitglieder und davon so richtig aktiv? Ein großer Prozentsatz, denke ich? Ja, eigentlich so 20 bis 30, je nachdem. Stimmt sehr gut, Und man sieht an so einem Fest, muss man auch sagen, so ein Fest funktioniert nur, wenn jetzt viele aktive und auch Gäste, alle was gelb hat, also helft die Helfer. Und es ist wunderschön, muss man Danke sagen, dass viele Eltern auch von den Tanzkindern hier einspringen.
Und so ein Fest gar nicht möglich. Ganz klar. Ja. Dieses Fest, das ihr jetzt dieses Jahr hier wieder ausrichtet, das habt ihr ja schon in den Vorjahren auch ausgerichtet. Richtig. Schon von Anfang an? Oder ja, kam das ja irgendwann mal so im Laufe der Zeit? Nein, also es hat begonnen 1999, da war Straßefest hier im Juli. Und da haben wir mit der Würstlesbude angefangen. Weil man war ja ganz klein, hat keine Infrastruktur gehabt, nichts. Ja. Und dann haben wir gesagt, irgendwas machen wir halt. Und dann haben wir hier eine Bude aufgestellt, eine Würstlesbude, haben quasi Bratwurst verkauft und haben damals schon den Tanzbereich drin gehabt. Toll. Als Fachbereich. Und da habt ihr natürlich riesen Glück, dass ihr hier an der besten Lage von ganz Stupferich euer Museum habt. Ja. Und wenn ihr hier ein Fest macht, dann ist es wirklich im Herzen von Stupferich. Und so gibt es quasi jedes Frühjahr ein Museumsfest. Irgendwann im Mai, ist immer am Anfang Mai, heute haben wir Glück mit dem Wetter, heute früh war es fürchterlich. Ja. Und dann haben wir im Wechsel mit dem Straßenfest immer unser Brunnenfest. Und das Brunnenfest ist auch nichts anderes wie ein Museumsfest. Okay, da wird er schön geschmückt, der bekommt eine Krone. Ja, na, am Brunnenfest eigentlich nicht. Das ist, was du meinst, ist das quasi... Das letztes Jahr, wann die schöne Krone Die Krone ist ein Osterritual quasi. Ah ja, okay. Ist eine Osterkrone. Jawohl. Also am Brunnenfest schmücken wir einfach mit Blumen, hat aber mit der Osterkrone nichts zu tun. Ja, einfach um die Wertschätzigkeit eines Stupfericher Dorfbrunnens quasi besonders rauszuheben. Ja, da gibt es halt noch spezielle Brunnenprojektchen, ob das jetzt Lieder oder Tanz ist. Es gibt da schöne, viele, viele Brunnenlieder. Ja, das wird mehr zum Brunnenfest mit reingenommen. Okay, das wäre vielleicht ein Anlass, um da mal sich nähere Gedanken darüber zu machen, ob man dem Platz hier jetzt einen passenderen Namen gibt, wie der Platz am Fliegerdenkmal, das gar nicht mal hier steht, vielleicht Brunnenplatz oder so, dass man das vielleicht mal anregt. Ich sage eigentlich nie der Kriegerplatz oder der Kriegerdenkmal. Die Einheimischen, die haben mir das so erzählt, die alteingesessenen Stupferich haben gesagt, man trifft sich beim Kriegerdenkmal. Und das ist halt ein alter Name. Ich sage immer, wir treffen beim Stupfricher Dorfbrunnen. Beim Stupfricher Dorfbrunnen, klingt beim gut. Beim Museum, das weiß jetzt jeder, wo das ist so, gell? Und das ist jetzt für mich ein Begriff hier. Ja, klar. Okay, und wie geht's weiter? Habt ihr irgendwelche Pläne für die Zukunft? Wollt ihr noch mehr machen? Ihr seid ja also wirklich auch kontinuierlich gewachsen, wie ich das gesehen habe. A, von der Mitgliederanzahl her und B, von euren Aktivitäten. Man hört immer mehr, man sieht immer mehr von euch. Gibt es da was Konkretes, wo man vielleicht schon erfahren kann? Ja, wir machen eigentlich hier in dieser Richtung weiter. Was Konkretes, wir müssen eigentlich gucken, wir werden alle älter hier. Ja. Dass man auch die Kinder und auch die Jugend immer mehr einbinden, dass man hier einen Nachwuchs hat, speziell Jugendliche. Ja. Und das ist eine schwierige Aufgabe. Diese Aufgabe ist in allen Vereinen schwierig, die Jugend zu halten. Ja. Jugend meine, wenn sie mal zu 14, 15, 16 werden, dann bricht es spontan weg oft. Ja, das ist überall zu erkennen und da wollen wir eigentlich verstärkt arbeiten. Wie kann man jetzt quasi junge Erwachsene verstärkt hier einbinden, dass sie selbstständig hier eine Heimat finden im Heimatverein. Ja. Gleich war es. Und da haben wir auch jetzt Projekte, ich komme aus dem tänzerischen Bereich, etwas modernere Projekte an, auch im Tanzprojekt, wo man quasi modernere Tanzformen, wir tanzen mit den Kindern, aber mit Erwachsenen in der Regel historische Tanzformen. Okay, und jetzt wollen wir auch versuchen, parallel moderne Tanzformen, wie jetzt quasi Line Dance, Hip-Hop-Geschichten und so. Ah, Die Kinder schon dabei, ist aber sehr schwierig, weil die Kinder, da sind halt schwierige Tänze. Ja. Aber in diese Richtung wollen wir arbeiten. Mal gucken, was draus wird. Okay, ich glaube, da können wir euch alle nur die Daumen drücken. Weiter so. Ihr habt ja den allerbesten Ruf hier im Dorf. Und freuen wir uns. Wir wollen keine große Schau machen. Wir wollen auch, und das schaffen wir gut zusammen, auch mit den Landesmuseen, dass man hier quasi historisch arbeitet. Was man jetzt auch historisch bezeichnen mag, eine Annäherung an der Sache, die mal früher war und nicht nur nicht nur früher bedenken, auch Heimat ist hier und jetzt. Dass man sieht, dass man auch, ist jetzt ein modernes Fest hier. Ja. Wir haben auch Equipment, wo man also eine Mittelalter-Szenerie aufbauen könnte. Dieses wird man hier sehen bei 300 Jahre Thomashof. Da haben wir dann das Thema Spätrenaissance. Wo wir uns dann mit Tänzen und auch mit Handwerk beschäftigen. Da wird man dann hier in dem Bereich Thomashof eingeladen, wenn wir mitwirken. Ja, und ich denke, es macht uns Spaß. Und ich muss nur mal sagen, es funktioniert nur, weil so viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mitarbeiten. Ja. Weil die großen Museen in den Städten, die werden natürlich finanziert von der öffentlichen Hand. Ja. Da gibt es Fachpersonal, da gibt es Geld für alle möglichen Ausstellungen und so weiter. Und hier unser kleiner Heimatverein, eurer Heimatverein, ist eine rein ehrenamtlich geführte Sache, richtig, wo also ausschließlich aus dem Engagement der Mitglieder sich
gestaltet, sodass also das wirklich erwähnens- und lobenswert ist. Die Ehrenamtlichen kriegen kein Geld und auch dieses Fest dient dazu, die zwei großen Feste ein paar Euro, ohne dem geht es halt nicht, zu verdienen. Und wenn es so Wetter ist und wie ich so sehe, sind etliche da und da bleibt auch ein bisschen was hängen. Schön, schön. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich, lieber Heinz. Und denke, das ist sehr interessant, was uns Heinz jetzt zu erzählen hatte über das Heimatmuseum und über das Fest heute. Und wir bleiben dran und berichten weiter. Danke sehr. Danke auch.